So, Freunde, die T45 Power Rüstung. Eingabe. Der Fusionskern. Und jetzt legen wir das Ding an. Mit unserem Kleidchen vor allem. So, und dann brauchen wir noch eine Minigun. Wie das Kleidchen hinten noch rausguckt. Baurüstung reduzieren den Schaden. Ah, und verhindern Schaden durch Stürze. Wusste ich gar nicht. Uns fehlt ein Arm und ein Fuß. Halte E, um die Powerrüstung zu verlassen. Das war das Erste, was ich googeln musste, Freunde, weil die, genau, das ist jetzt nämlich wieder weg. Und ich wusste, ich habe es damals nicht gelesen und wusste dann, als ich fertig war, nicht, wie ich die Powerrüstung wieder los werde. Hier oben. Boss! Was? Hier oben ist jemand! Irgendwie kann ich nur so ungefähr zielen. Verdammt, wo sind sie? Da unten sind sie. Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Gute Frage, warum komme ich eigentlich nicht runter? Okay, vorsichtig. Die Minigun muss immer erstmal kurz drehen, bevor es wirklich losgeht. Oh Mann! Wie viel hält denn der aus? Was war das? Vorsicht, Hundchen! Todeskralle! Bitte was? Bitte was? What the fuck? Aua! Autsch! Lass mich in Ruhe! Also von Todeskrallen sollte man eigentlich Abstand halten, aber je näher wir dran sind, habe ich zumindest das Gefühl, desto besser treffen wir. So, wir haben nachgeladen. Die Minigun überhitzt irgendwann, das weiß ich noch. Au! Ist wie gesagt schon 100 Stunden her, dass ich das hier gemacht habe. Ich wusste gar nicht mehr, was hier jetzt kommt. Okay, unser Bein ist verletzt. Zumindest das Bein von der Rüstung. Oh nein, mein Hund ist in Schwierigkeiten. Wo sind die Raider? Wie gesagt, je näher wir dran sind, desto verheerender ist dieses Ding scheinbar. Haben wir keine Muni mehr? Hau ich ihn eben kaputt. Wie können wir ein Stimpack nutzen? Müssen wir überhaupt ein Stimpack nutzen? Nö. So, ich gehe jetzt hier wieder raus, Freunde. Ich hab's nicht so mit diesen Powerrüstungen. Ich weiß auch nicht wieso. Die sind mir zu klobig. So. Preston ist noch drinnen. Der ist vorsichtshalber drinnen geblieben. Ah ja, ein Stimpack kann auf jeden Fall nicht schaden. Mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Hey. Das war wirklich erstaunlich. So. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sich... Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich habe übrigens gerade nichts gedruckt. Also das Gespräch oder der Satz, den Preston gesagt hat, der ist automatisch abgebrochen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. So. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist eine Frau ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Na sowas. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City.
Die größte Siedlung in der Gegend. So, Freunde. Von dieser Stelle aus habe ich etwa 100 Stunden Nebenquests gemacht und erst dann bin ich nach Diamond City gegangen. Also dieses Spiel hat unwahrscheinlich viel Raum für Spaß. Genau, folgendes. Ich habe vor, das hier wird ja nur so ein kleiner Crashkurs für euch, wie Deine man... Reaktionszeit ist recht lang. Bist du vielleicht auch auf Camps? Erzähle ich euch gleich, Moment. Du bist nutzlos. Was ist in Diamond City? Ist Sean dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unsere neue Freundin hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann entspannt es wohl kaum... Entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Genau. Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Ich hasse die Marcy. Ich hasse sie. Okay. Der ist ganz cool, der June Long. Aber die Marcy Long ist furchtbar. Okay, ja, wir dürfen jetzt auf jeden Fall schon mal vorausgehen. Die kommen automatisch nach Sanctuary, die Leute. Genau, was ich euch sagen wollte. Das hier, wir spielen jetzt gar nicht mehr großartig die Story weiter. Denn alles, was wir brauchen, haben wir jetzt. Und zwar, die Siedler gehen nach Sanctuary. Wir gehen auch nach Sanctuary. Das wird sowas wie unsere Hauptbasis. Und dort werden wir ein Häuslein bauen. Oh, wir können nur ganz wenig tragen. Egal. Dort werden wir ein Häuslein bauen. Dort werden wir uns ein bisschen umsehen. Dort werden... ja, ich möchte euch einfach mal dieses ganze Spielsystem von Fallout 4 zeigen. Es geht mir im Augenblick noch nicht um die Story oder sonst was. Es ist wirklich nur... weil ich sehr viel googeln musste. Zum Beispiel, wie man die Power-Rüstung los wird. Ja, einfach E halten. Es ist ganz einfach. Aber wenn man es nicht weiß und wenn man zufälligerweise den Tooltip, der nur 30 Sekunden eingeblendet wird, nicht gelesen hat, dann ist das ein Problem, das Ding loszuwerden. Genau, und genauso ist es mit dem Häuserbauen, wie man Leute auf Versorgungswege schickt, sodass die Siedlungen, ihr habt im Laufe des Spiels mehrere Siedlungen, die müsst ihr alle untereinander verbinden im Idealfall, denn dann könnt ihr alles überall bauen. Ansonsten müsst ihr immer die Ressourcen von A nach B und wieder zurücktragen. Das ist super nervig. So, ich glaube, wenn wir jetzt nach Sanctuary gehen, kommen die automatisch. Die Typis. Preston bleibt unser Minuteman-Kumpel. Er ernennt uns dann, weil wir ihm helfen, noch zum General. Das bringt aber nur so weit was, sofern wir auch weitere Minutemen anwerben. Das tun wir, indem wir Gebiete sichern und Siedlungen Siedlungen auf unsere Seite bringen, dass sie die Minutemen unterstützen, dass sie unsere Siedlung werden. Und in jeder Siedlung braucht ihr alles Mögliche. Aluminium, Kupfer, Stahl, Holz, Stoff, genau, alles Mögliche, wie gesagt. Jetzt schon mal das Wichtigste vorab. Ihr braucht unbedingt den Skill Lokaler Anführer. Hier steht's schon. Du kannst zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Dazu braucht ihr, Moment, 6 glaube ich, ne? Ja, genau. 6 Punkte in Charisma. Das ist super wichtig. Ich hatte das erst auf Stufe 30. Vorher musste ich immer Aluminium, Holz, Stahl, alles Mögliche von Sanctuary, keine Ahnung, in die nächste Siedlung. Zum Beispiel hier die Red Rocket Raststätte wird auch eine Siedlung. Also ihr müsst dann wirklich immer alles von Hand rübertragen. Und wenn ihr überladen seid, könnt ihr weder schnell laufen, noch könnt ihr schnell reisen. Also schnell reisen, ganz einfach Orte, die ihr schon gefunden habt. Zum Beispiel hier das Museum der Freiheit. Einfach Linksklick zum ausgewählten Ort reisen, wollen wir jetzt nicht. Und das könnt ihr eben nicht, wenn ihr überladen seid. Das heißt, es ist super nervig. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen,
Skillt Intelligenz, dann bekommt ihr nämlich mehr Erfahrungspunkte. Und skillt den lokalen Anführer gleich relativ zu Anfang, weil es wird sonst echt nervig. Genau. Ja, wie kommt ihr an Material, ist dann das Erste. Hey, Cotsworth! Na, Kumpel? Alles cool bei dir? Hallo. Wir uns seine Augen immer angucken. Zurück, Ma'am. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Ja. Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Gutsy, es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Nein, jetzt nicht. Nun gut. Okay, Mr. Gutsy, liebe Freunde, ist auch von Robco Industries. Das hier ist Mr. Handy. Ne, der ist für den Haushalt zuständig, kann Kinder wickeln, Kuchen backen, alles Mögliche. Hat aber dennoch eine Kreissäge und einen Flammenwerfer, warum auch immer. Und Mr. Gutsy ist das Militärmodell des Mr. Handy. Also das hat Pistolen, auch einen Flammenwerfer, alles Mögliche. Ist relativ aggressiv. Also wenn ihr den Mr. Gutsy seht, nähert euch ihm vorsichtig oder schießt ihm gleich in den Kopf, weil der ist relativ aggressiv. Nicht so aggressiv wie ein Wachbot oder ein Aggressotron. Aggressotron heißen sie, glaube ich. Darauf kommen wir später zurück. Genau. Wir warten jetzt hier auf die Siedler. Währenddessen kann ich euch noch einiges erklären. Beziehungsweise erzählen. Denn es ist wichtig... Nee, ich fange mal anders an. Wir spielen zusammen die Hauptstory, Freunde. Passt auf, ich habe Fallout ja in meinen 2 Wochen Urlaub gespielt. Ja, und da 100 Stunden müsst ihr euch mal geben. Genau, und ich habe die Hauptquest für euch aufgenommen. Aber weil ich ja im Urlaub war, ohne Moderation. Das heißt, wenn wir hier mit unserem kleinen Crashkurs fertig sind, dann können alle, die selber Fallout 4 spielen und Fragen hatten, einfach weiterspielen. Und wer Fallout 4 nicht hat oder nicht spielen mag oder was auch immer, der kann einfach dranbleiben, denn ab März 2016 gibt es jeden zweiten Tag eine Folge Fallout 4, also abwechselnd mit World of Warcraft. Hey, die sind schon da. Genau, und ich lasse einfach die Hauptquest durchlaufen, sozusagen. Ohne Kommentare, wie gesagt, aber ich versuche immer so ein bisschen in die Titel reinzubringen, was ich euch sagen möchte. So, wir bauen uns da auch unser Häuschen. Ich habe nämlich rausgefunden, in Diamond City können wir ein Häuschen mieten oder kaufen. Genau, so ist das. Hey, ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Genau. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Zu viel zu tun. der rennt die ganze Zeit nur um ein einziges Haus rum und hämmert an die Wand. Der hat super viel zu tun, der Mann. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturgis. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Genau, das machen wir. Sturgis! Das ist der Typ mit dem Hammer. So, die Werkstatt. Das erkläre ich euch gleich. Wo ist das Deutsche? Hey, bist du bereit für etwas Arbeit? Na klar. Ich helfe gerne. Sag mir einfach, was ich machen soll. Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus.
Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Genau. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. So, Freunde, jetzt geht's hier erstmal rund. Ich mache die Folge mal 5 Minütchen länger, denn wir müssen jetzt verwerten. Und zwar verwerten können wir im Baumenü, also wenn ihr V gedrückt haltet, in einer Bauzone, also in einer eurer Siedlungen, dann bekommt ihr dieses wunderschöne Interface. Und auf R, wie zum Beispiel hier am Reifenhaus, ihr müsst ihn erst markieren, dann auf R, verschrotten, gibt Gummi 30. Ja, und das machen wir jetzt hier überall. Wir verschrotten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Denn wir brauchen Material. Wir brauchen vor allem Stahl, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Keramik. Holz brauchen wir sehr viel und vor allem Betten. Für Betten brauchen wir Stoff. Das lasse ich mal, oder? Zerstört das Haus. Nee, gibt ziemlich viel. Okay. Siedler brauchen Nahrung, Wasser, ein Bett, Schutz. Genau, das alles verbessert dann die Moral. Hier habe ich wirklich bei fast jedem Punkt googeln müssen. Also die Betten habe ich hingekriegt, aber danach, besonders fürs Essen, habe ich lang gebraucht. Und weil ich da eben wirklich viel habe nachschauen müssen, möchte ich das eben einfach mal hier in so ein kurzes Spoiler-Let's Play reinbringen. Ist es leider, weil wie gesagt, ich habe euch jetzt schon viel erzählt, ich muss euch auch noch viel erzählen. Und Sanctuary ist übrigens bis jetzt zumindest eine der größten Siedlungen, die ich gefunden habe. So. Ich weiß, es gibt sicher viele von euch, die kein Problem damit hatten, hier sich zurechtzufinden, aber für mich, die sehr selten solche Aufbauspiele spielt, auch relativ wenig Open World, eigentlich nur WoW. Ja gut, ich habe jetzt Witcher gespielt. Oh, tote Blair fliegen. Ach ja, die hatten wir vorhin getötet, zusammen mit Cotsworth. Ja, wie gesagt, ich hab's nicht so mit, ne? Hallo? Warum ging das jetzt nicht? Jetzt. Open-World-Spiele. Genau, ich hab's da eigentlich nicht mit so. Nicht so mit, weil es sehr, sehr zeitintensiv ist. Also ich habe immer lieber so eine Anleitung. So einen festen Weg, den ich gehen kann. Aber ich muss sagen, Fallout und auch Witcher machen extrem Spaß. Ist wirklich ganz massiv. Also ich habe wirklich Fallout angefangen und ich habe nicht mehr aufgehört. Wie gesagt, in 2 Wochen 100 Stunden ist eine ganze Menge. Waren das wirklich? Ne, das müssen 4 Wochen gewesen sein. Ich habe nämlich nach dem Urlaub auch noch weitergespielt. Habe dann halt nebenbei wieder WoW und Witcher aufgenommen. Witcher bin ich jetzt inzwischen durch. Es läuft aber noch sehr lange. Ich glaube bis April, sogar bis Mai, glaube ich, läuft Witcher. Und ihr müsst natürlich nicht alles verschrotten. Ich verschrotte aber gerne alles. Ich habe in meinem Hauptspiel sogar die Zäune alle verschrottet. Auch die, die noch standen. Ich habe das lieber so ein bisschen gebaut, wie mir das gefällt. So ein Riesenbaum, 12 Holz. Was ich übrigens super finde, Freunde. Stoff bekommt ihr zum Beispiel von natürlich Stoffrüstungen wie leichter Kleidung etc. Leider nicht von Ledersachen, da müsst ihr aufpassen. Weil Leder findet ihr ohne Ende, Stoff relativ wenig, zumindest zu Anfang. Um Stoff zu bekommen, müsst ihr Zigaretten verschrotten. Und 5 Zigaretten geben ein Bett und 3 Zigaretten geben einen Schlafsack. Ich find's so lustig. kurz Nase kratzen. Genau. Was auch noch geht, ist alles, was aus Papier ist. Also zum Beispiel Zeitungen, müsst ihr auf jeden Fall auch verschrotten. Weil ich hatte mal eine Zeit lang ein ganz massives Stoffproblem. Also, Bettenproblem könnte man sagen. So, es verkauft Stoff. Lasst mich mal kurz spicken. Blub, 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 blub. Wo ist mein, da ist mein Blog. Mal kurz ein paar Seiten umblättern. Ich habe hier nämlich so eine Liste mit allen Siedlungen. Lasst mich mal kurz nachzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 18, 19, ich habe schon fast 20 Siedlungen. Ihr seht also, ihr braucht wirklich sehr viel Material. Deswegen sind die Verkehrswege, wie heißt es, die Versorgungsrouten extrem wichtig, finde ich zumindest, weil ich gerne überall Häuschen baue und allen Siedler, also alle Siedler gerne gleich behandle. Und dementsprechend so.
Genau, dementsprechend ist es dann gut, wenn ihr Versorgungsrouten habt. Wie gesagt, dafür braucht ihr den lokalen Anführer, den ihr im Charisma-Bereich findet. So, was war da noch? Ich habe doch gerade was gesehen. Nicht? Na gut, dann nicht. So, das hier wird unser Haupthaus, weil das das ist, in dem die gute Dame früher gewohnt hat. Unsere Eerie. Und der Napf muss natürlich da bleiben. Wir haben ja den Hund. So, Verkäufer wollte ich euch gerade sagen. Die beiden wichtigsten waren, zumindest für mich, auf der Abernathy Farm. Ich zeige euch mal ungefähr auf der Karte, wo die ist. Die ist etwa hier. So, Pi mal Daumen. Und wo gab es noch einen Verkäufer? Genau, in Grey Garden. Das findet ihr aber relativ spät. Das ist irgendwo hier wirklich mitten in der Pampa. Wichtig, auf der Abernathy Farm könnt ihr regelmäßig Stoff kaufen, Holz kaufen, im Notfall auch Stahl kaufen. Wobei Stahl ist mir jetzt noch nie ausgegangen. Genau, das ist wichtig, diese Händlerin da. Ihr müsst ihnen allerdings zuerst helfen. Ihr müsst ein Silbermedaillon für die Tante besorgen und dann vertraut sie plötzlich den Minutemen. Also keine Ahnung, was da los ist. Was mit der Tante los ist. Und sobald sie dann zu euren Siedlungen gehört und die Minutemen unterstützt, was nun? Bäumchen? Hallo? Gehen die nicht? Ah, die gehen nicht. Das ist ein fester Wald, den können wir nicht abholzen. Passiert manchmal. Ist manchmal. Ja, Grey Garden, genau. Das ist eine Siedlung, die nur von Robotern betrieben wird. Zumindest so lange, bis wir kommen, weil dann uns folgen überall hin die Siedler. Ihr seht relativ gleich, warum. So, das können wir mal lassen. Das ist ganz hübsch. Der ist nicht aufgepustet, der kommt weg. Und wir nutzen jetzt das, was wir hier abbauen, natürlich auch. So. Hundehütte brauchen wir für unseren Hund. Der wohnt nämlich tatsächlich da drin. Also wenn ihr den nach Hause schickt, also ihr könnt eure Begleiter wählen. Wir haben jetzt Cotsworth. Wir haben Dogmeat, so heißt unser Hund. Eigentlich. Und wir haben den, wie heißt er? Nicht Riggs. Riggs ist aus The Walking Dead. Garway, genau, Preston Garway. Den könnt ihr auch als Kumpel mitnehmen. Den hatte ich noch nie, ich weiß nicht, wie der ist. Cotsworth hört nicht auf zu reden. Und er sagt vor allem immer das Gleiche. Also der ist super nervig. Ich mag den voll gern, den kleinen Robo, aber mitnehmen muss ich ihn nicht. So, noch wichtig. Euer Begleiter hat, wenn ihr den anklickt mit E, eine Auswahl. Handeln. Ihr könnt nämlich eurem Begleiter jeden möglichen Müll geben und den trägt er dann für euch. Das werdet ihr in meinem, darf man das Let's Play nennen, wenn es nicht moderiert ist? Ich glaube schon. Dann werdet ihr in meinem Urlaubs-Let's Play, werdet ihr das noch häufiger sehen, dass ich da die Leute das Zeug tragen lasse. Denn es ist super wichtig. Ihr könnt auch Tragfähigkeit skillen, das heißt starker Rücken und ist bei Stärke dabei. So, sonst ist hier alles okay. Ich mache es jetzt hier nicht ganz penibel, weil ich möchte halt so viel, dass ich euch mit euch zusammen ein Haus bauen und einrichten kann. Das würde mir dann fürs Crashkurs-Let's Play genügen. Wenn ihr übrigens Behälter abbaut, in denen noch was drin ist, kommt das automatisch in die Werkbank. Also ihr müsst da keinen Stress machen und dauernd raus und rein switchen. Einfach abbauen, dann landet es in der Werkbank. So. Wie zum Beispiel auch hier. Wobei, ich lasse die gerade mal da. Noch eine Hundehütte, alles cool. So, hier gibt es noch Bäume. Wie gesagt, das ist die größte Siedlung. Hier bekommt ihr auch sozusagen euer Startmaterial mit auf den Weg. Das ihr für die ersten Bauungen benötigt. Wie ihr seht, wir können ja ganze Häuser abreißen. So. Autos geben immer super viel Stahl. Die mag ich sehr gern. Es sieht schon langsam. Sieht schon langsam nach einer Stadt aus und nicht mehr nach einem Müllhaufen.
Die schießen hier auf ein paar Kakerlaken und fliegen. Da mischen wir uns gar nicht ein. Die schaffen das schon, die Jungs. Den lassen wir stehen, der ist hübsch. So, wollen wir es jetzt mal versuchen, ob wir schon genug haben? Ich glaube ja. Also, wie auch in meinem Hauptspiel, habe ich hier ein schönes Häuschen hingebaut. Ihr könnt, es ist ganz wichtig, ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass man hier nach rechts und links klicken kann. Ihr könnt also auch ein ganz, ein riesiges Fertighaus bauen. Dreh das mal. Genau, das sähe dann so aus. Warte mal, ich speichere jetzt mal. Ah, und ich sehe gerade, wir sind bei 25 Minuten, Freunde. Morgen geht's dann weiter mit dem Häuslebau. Genau. Alles klar, da kommt der Hund. Dann bis morgen.